So, ja, Mike, sehr offensiv aufgestellt, 4-1-3-2 gespielt, aber letztlich hat sich das Spiel doch eher bei euch in der Defensive abgespielt, beziehungsweise da hat sich nicht so viel abgespielt heute. Du kannst nicht so zufrieden sein, denke ich, mit dem Auftritt. Ja, wir können mit den letzten drei Testspielen nicht zufrieden sein. Jetzt könnten wir ja 1000 Ausreden suchen, die wird man auch finden. Platz, Kunstrasen, schwere Beine, wo stehen wir gerade in der Vorbereitungsphase? Wie weit ist der Gegner vielleicht heute, die nächste Woche Punktspielauftakt haben? Weidenhausen hat das heute wirklich gut gemacht. Und wir haben nahtlos da weitergemacht, wo wir gegen Borussia Fulda aufgehört haben. Die Trainingseindrücke sind positiver wie das, was wir hier auf den Platz bringen, wenn wir in den Testspielen sind. Heute mal wirklich was ausprobiert, wirklich viel probiert und aber auch nicht viel Überzeugendes gesehen. Und deswegen bin ich natürlich mit dem Ergebnis heute absolut nicht einverstanden. Ja, es ist noch eine Menge zu tun. 3 Wochen haben wir noch Zeit. Ja, Marc Röhrig hat heute rechts gespielt. Das letzte Mal hat er Sechser gespielt. Ein bisschen sind wir noch am Suchen, wo er denn spielen soll. Was meinst denn du, wo er am besten aufgehoben ist bei euch? Ja, gut. Zum einen hat ja heute ein großer Teil der Mannschaft gefehlt. Ja, wir haben 3 Mann auf der Bank gehabt. Man muss ja die Person, die ab jetzt erst neu bei uns ist, so mal ein bisschen ausprobieren. Das haben wir heute gemacht. Und ich habe da schon eine Vorstellung, wo der Marc spielen könnte. Nichtsdestotrotz haben wir noch genügend Zeit, um da vielleicht die passende Anfangself zu finden, die dann gegen Lehnertz hoffentlich funktioniert. Und dann haben wir noch ein Wort zu Dario Stange. Der hat das eine Tor erzielt, das andere vorbereitet, den Elfmeter. Als zweiter Stürmer ist vielleicht auch mal eine Option für die Runde dann von Beginn an, oder? Ja, die Ausbeute aus den Testspielen von Dario sind positiv, also seine Aufgabe als Stürmer erfüllt er. Ja. Natürlich ist die Option mit 2 Spitzen zu spielen definitiv da und man muss auch mehrere Optionen haben, weil wenn wir nur mit einem System versuchen, durch die Runde zu kommen, dann wird sich der Gegner irgendwann darauf eingestellt haben und dann werden wir da wohl die Ergebnisse nicht erzielen, die wir brauchen, um in der Liga zu bleiben.